Kannst du dir mal vorstellen, wenn du in einem dunklen Raum hockst auf einem Velo und du vielleicht noch ein spezielles Lichtsystem hast, passiert etwas. Und das ist so schwer zu beschreiben. Man muss es, glaube ich, einfach einmal erlebt haben. Ich bin Eva, Gründerin und Geschäftsführerin von OpenRide. OpenRide ist ein Indoor-Cycling-Studio einer besonderen Art. People colliding through the power of sweat. Das ist so ein bisschen unser Claim, unser Manifest. Bei uns verschmilzt Nachtleben mit Fitness. Wir wollen aber mehr als nur einen Schweizer Tempel bieten. Man kann bei uns käfeln, es gibt ab und zu Ausstellungen. Ich habe immer gewusst und immer schon gespürt, dass ich einen Unternehmergeist in mir drin habe. Und dann kam die Lust auf etwas Eigenes auf die Beine stellen. Die Grösse dieses Projekts war mir wirklich nicht bewusst, als ich das Ganze angerissen habe, zusammen mit meinem Partner, Florin, und mit Rebecca. Wir haben wieder Anspruch gehabt, dass wir gesagt haben, hey, wenn wir es machen, dann wollen wir es perfektionieren, das mit dieser Stimmung, mit dieser Magie. Ein Meilenstein war sicher, wo wir Zusage gekriegt haben für die Europa League. Ich war so nervös vor diesem Pitch. Das war einer dieser magischen Momente, wo du spürst, okay, es klappt. Wir haben offenbar können Leute begeistern für unser Produkt. Also ich glaube, wichtig ist, wenn man einen neuen Markt erschließen oder eine Klientel ansprechen will, dass man sich mal überlegt, wer wollen wir überhaupt erreichen und wie reden die und wie erreichen wir sie. Eine grosse Herausforderung war sicher, eine Brandkultur zu konzipieren oder aufzubauen. Es muss immer echt sein. Es hat immer bei uns sein, ganz nah bei uns. Und das hat auch dafür gesorgt, dass wir das sehr, sehr glaubhaft transportieren konnten. Was mich am meisten motiviert, um zu arbeiten, auch wenn es früh am Morgen ist, wo der Wecker läutet, sind all die Leute, die hier arbeiten. Und das ist, glaube ich, einer der schönsten Teile von mir an diesem Projekt. Ist aber gleichzeitig auch der herausforderndste Teil. Also ich glaube, solange du die Leute mit Respekt handelst und mit einer Wertschätzung auf sie zugehst, kannst du wahrscheinlich ziemlich alles kommunizieren. Ich gebe es zu, ich bin nicht der Zahlenmensch. Nichtsdestotrotz haben auch wir einen Businessplan gemacht. Und das ist ein extrem wichtiges Fundament. Aber gerade in den ersten Monaten nach dem Opening habe ich mich nur auf den Bauch verloren. Man muss nicht allein sein und man muss noch genug allein stimmen, schlussendlich. Das kommt immer alles anders als geplant, immer. Aber niemand wird dir eine Garantie geben können, dass es verhebt. Aber das darf ja kein Grund sein, es nicht zu machen. Ich glaube, wir haben es geschafft, also dass wir wirklich den Menschen eigentlich ins Zentrum gesetzt haben und es ist gar nicht primär ums Velo gegangen. Das ist wirklich ein bisschen eine Familie, die zusammengewachsen ist. Und das ist im Fall, das ist mehr als die Hälfte von der Miete für mich. All die Momente von Unsicherheit oder Verzweiflung oder Tränen oder nicht wissen, wie es weitergeht, haben uns heute gestärkt. Wenn man sich nicht entmutigen lassen hat und all die Stolpersteine aus dem Weg geräumt sind, dann steht man am Schluss an einem Punkt, wo man zurückschauen kann und sagen, hey, wow, wir haben das alles geschafft. Wir haben es geschafft. Und das gibt einem viel. Das gibt einem sehr, sehr viel. Und motiviert einem auch, einfach weiterzumachen.